Herzlich willkommen hier zur Mecklenburg hier in Thüringen. Hallo, herzlich willkommen. Ja, Rüben. Wir machen Rüben. Geht aber der Ende entgegen, ne? Also, ich schätze mal, so. Auch heute wird nicht reichen, glaube ich nicht. Für heute, aber das ist das Restfeld, also drei Fahrzeuge, aber relativ schnell. Je nachdem, wie anderen Fahrzeuge abfahren, geht das zügig voran. Ich schätze mal, dass wir heute fast durch sind, dass wir dann mit Mais beginnen können, ne? Ja. Karteninfo, ja. Es gibt neue Ställe mit, ja, mit automatischer Fütterung. Das heißt, dadurch verzögert sich das ein bisschen. Aber ich sag mal so, ich bin guten Mutes. Jetzt haben wir September, lass Oktober sein. Je nachdem, es wird schon wieder. Und machen können wir eh nichts, und wenn nicht kommt, dann kommt nicht, dann kann man halt hier weitermachen, ne? Und dann müssen wir halt früher dann bestellen halt, oder jetzt noch bestellen zur Not, also ne, wenn jetzt hier irgendwo kommen würde, dass das später wird als ja, als November, dann muss ich echt sagen, dann muss ich mir hier nochmal Gedanken machen mit Weizen und Gerste oder halt im Frühling dann Sonnenblumen, ne? Die Option ist ja auch da, ne? Das verwendet viel Sonnenblumen, aber gut, zur Not wird es gehen, ne? Als Ausweichmöglichkeit. So. Wie gesagt, Rüben kriegst du ja auch nicht viel. 250 ungefähr. 16.000 für den Anhänger. Ist nichts. Deswegen kann man lieber veredeln. Zucker, ne? Und dann irgendwann eine Bäckerei oder sowas, ne? Also das als Bauvorhaben für den Marsch. Da gibt es ja ein bisschen mehr Ausführlichkeiten, ne? Wie man aus den relativ ja, schlechten Preisen was Gutes machen kann, so Not, ne? Man muss zwar viele Waren haben in der Herstellung, aber da wird schon mehr. Rüben werden wir gar nicht machen müssen. Also ein Feld ist recht viel. Ich glaube fast 1 Million Liter, also ist schon eine Hausnummer, ne? Könnte auch so Zuckerrübenschnitzel machen. Die Mission gibt es. Die Möglichkeit gibt es ja auch noch. Aber mal schauen. Nur nicht vorher verrückt machen lassen. Da wird sich schon einen Weg finden, wo wir arbeiten können. Stau. Gefällt mir gar nicht. Was ist der Grund? Bin nicht voll, ne? Oh. Ich sehe gerade, blockiert jemand was. Der ist fertig. Beziehungsweise gebrauchen. Der ist auch fertig. Und der fällt ungünstig. Nochmal Platz. Geht ja so nicht.
den checken wir auch Spur. Geradeaus. Und dem anderen werden wir die Restarbeit machen links. Also ich muss nicht jeden Gramm ernten, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Masse halt, ne? Machen wir gleich hier mit. Ist ja nicht viel, aber immerhin. Liegt ja auf dem Weg. Sonst wäre ich da nicht so unbedingt das weg muss, ne? Zack. Und hier Helfer rein. Die arbeiten relativ zügig, da kann man nicht sagen, da kann man nicht meckern. So, und der. Oh. Machen wir die Spur gleich mit. Machen wir auf, ein Zeichen für die Autofahrer, dass wir abgetankt, abgebuckert werden wollen. Das nehmen wir gleich mit in die Ecke hier. Wie gesagt, alles muss nicht unbedingt mit, aber das meiste halt, ne? Wir haben auch nichts zu verschenken. Ey, dann sammeln wir aber auch das. Hat man lange nicht gehabt, ne? Also, weil hier vieles recht trocken ist, überall hier in der Außenwelt, kann man so sagen, ne? In der reellen Welt. Leider. Oder, das ist halt so, ne? Wetter kann man nicht beeinflussen. Der fährt da. Zwei sind bereit. Dritte ist da. Müssen nur kommen, ne? Der eine ist voll. Das kann ich nicht so der. Immer nicht als voll herfährt, ne? Den will man auch nicht verkehrt ziehen. Der Traktor liegt jetzt nicht, der andere Traktor klappt ja auch. Und hat ja vorher auch geklappt. Ja, ist voll. Müsste eigentlich zurückfahren. Aber den machen wir bereit für Mais, ne? Das ist ein bisschen scheiß. In Anführungszeichen. Das machen die von alleine. Wir wollen den Feldrandkurs machen hier beim Feldrand 38. War noch keiner, traurigerweise ist so. Ja gut, da ist vorhin Kurztag gefahren, ne? Mit dem Autodreif. Letzte Maisfeld war ja ein Kursplay. Komplett gemacht. Auf Abfahren.
klappte bis auf wenige, naja, es klappte halt, ne? Also nicht perfekt, so wie jetzt auch, wenn es hier Probleme gibt, gab es da auch so Faktor 10%, Kippe 23, aber das kann kein Grund sein für defektlos, ne? Also wenn man nicht abfährt, ne? Kann aber auch ein Faktor liegen, muss man nicht den Kalkun durch, ne? Und der wird ab nächstes für Mais eingesetzt. Dann müsste einer ausreichen sein. Also Mais, wenn Mais losgeht, dann müssen Traktoren bereit gehen. Aber der Rübenfeld würde ich jetzt fertig machen, komplett. Und wenn ich dann hier das Rübenfeld fertig ist, dann können die Maschinen mehr weg, die drei. Und dann können wir voll reinstarten hier im Reisfeld. Ist auch besser so. Dann nicht kosten nicht über einen Tag laufen. Also die Kosten überschaubar. Gut. Gewinn machen wir da garantiert nicht. Also uns einsparen ist die Arbeit mit der Aussaat. Einmal düngen haben wir das auch drin gehabt. Ich glaube, haben wir doch mal selber gedüngt, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber gut, wenn nicht, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, warum der eine immer durchgefahren ist. Hat er auch seitlich? Das ist ja nicht. Macht aber nichts. War eigentlich kein Traktor für Zuckerrüben, ne? Also eigentlich die Mulden-Anhänger normalerweise. Aber gut. Die kippt dann anders ab. Aber heute Abend mache ich keine weiteren Folgen mehr. Ich bin nicht mehr bei der Bügel. Das mache ich dann morgen in aller Ruhe. Die nächsten 7 Folgen. Der nächste Livestream wird dann. Alles schönen Sonntag übrigens. Der nächste Livestream wird dann sein am Freitag von der Marsch. Was da genau an Thema kommt, das weiß ich auch nicht. Das ist, sind ja ins Frühjahr gestartet, ne? Also schon Anfang Sommer mehr oder weniger fast. Ich schätze mal, dass bald die Ernte beginnt mit Raps. Raps wird auf jeden Fall bald ein Thema sein. Oh, da ist einer da, also gut. Können wir ausmachen. Und der wird hier von beim. Ja, da regnet das nach. Gut. Also die Sonne durch. Oh, oh, oh. Da war ich nach links aus. Da ist kein Platz. So, den stellen wir jetzt auf dem Maisfeld. Beziehungsweise, ja, da wo schon geerntet wurde. Und dann gucken wir hier, was da Meldung kommt hier. Jura Party, oder wie er heißt. Der ist mit durch. Mehr oder weniger. Machen wir jetzt selber so eine Stelle. Ich habe nicht mehr viel. LKW ist auch noch Platz. Wieder oben abkippen, ne?
Also die machen das sowieso, wie sie wollen. Also. Ich finde das so erstaunlich, wie die Maschinen so funktionieren mit ihrer Kraft. Ne? Tura fertig. Der kommt nicht zu mir. So, dann gehen wir hier auf dieser Spur. Und da haben wir fast fertig. Wäre gut, wenn noch einer den anderen leer machen würde, ne? Das wäre ganz gut. Das wäre perfekt. Dann könnte er mir entgegenkommen. Dann wäre schon mal viel geholfen, ne? Ja. Hat er wohl gehört. Wie gesagt, alles mache ich sowieso nicht. Na, wir gucken noch eins. 10er 1. 12, Viertel 2, das reicht auch. Das reicht auch allemal. Jetzt muss man seit 3, Viertel 7 haben das Ding. Das ist schon viel. So, den machen wir jetzt leer und dann haben wir den anderen noch leer zu machen. Hauen wir den LKW rein, dann können wir bald abgehen. Dann haben wir schon früh um 8 angefangen, knappe 4 Stunden ungefähr. Das ist insgesamt, ne? Also Tageszeit. Ne? So. Lass ihn mal leer machen. Erstaunlicherweise geht er auch ohne Motor weiter. Normalerweise nicht logisch. Aber das ist schon logisch, ne? Wie gesagt, die kleinen Fetzen da, das ist mir im Grunde egal. Das ist so viel. Auch wieder nicht, ne? Wenn es ein lehmiger Boden wäre, dann wäre das ganz schlecht. Also vom Wetter her muss man die Ernte einstellen. Und das fährt zurück. Das passt. Fahren wir mal gleich da. Oder wird er da auch langfahren? Er wird da langfahren, ne? Wird er außen machen. So, dann werden wir hier lang gehen. Zu früh. Weil der fährt so da außen lang. Das nehmen wir noch mit. Und der nächste zurück. Mach ich noch fertig hier, ein Feld hier. Tach. Dann bist du ja auch und durch. Hier den Rest. Was soll's. Habe jetzt auch keine Lust zu. Ganz ehrlich. Der macht noch durch und kommt die Meldung, ist fertig und dann ist erledigt. Das Stückchen noch machen hier. So, liebe Schauer, das soll es auch vorher gewesen sein. Den Rest machen wir alleine. Ist ja nicht mehr hier. Ein Füß gekauft. Gibt auch alle einen schönen Restsonntag. Ja. Ja, Sonntag. Ja, morgen geht's weiter. Hier. In Thüringen. Mit Mais. Tschüss.